und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Auch diese Woche gibt es wieder unglaublich viele Nachrichten. Ihr wisst ja, der Gipfel stand an. Dann gab es eine Entschuldigung von unserer Obersten. Sie hat sich einen Fehler eingestanden. Dann war natürlich auch noch die Großdemonstration in Kassel und noch viele, viele weitere Themen. Und deswegen beginnen wir direkt. Und wir beginnen mit unserem liebsten Thema, und zwar dem Allwunderheilmittel, um genau zu sein, AstraZeneca. Ich habe euch in meinem letzten Video gesagt, dass es ja einen Stopp gibt. Aber der Stopp bestimmt schon wieder aufgehoben wird, wenn das letzte Video online kam. Und so war es dann auch. Die EMA hat eine Langzeitstudie durchgeführt und hat dann gemerkt, das Allwunderheilmittel ist sicher. Natürlich ist immer noch der Zusammenhang zwischen dem Blutgerinnsel da und kann auch nicht komplett ausgeschlossen werden. Aber die Hauptsache ist doch, dass dieses Allwunderheilmittel sicher und wirksam ist. Es ist wirklich krass, wie schnell das ging. Also man hat wirklich nicht mal AstraZeneca aussprechen können. Und schon war das Ding wieder auf dem Markt. Und es wird einfach munter weitergepiekst, als wäre nie was gewesen. Und die Leute freuen sich sogar noch darüber. Und das ist ja sowieso der Oberhammer, dass die Menschen wirklich jetzt noch dem ganzen Zeug vertrauen. Immer noch. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Naja, was soll man machen? Manche Menschen kann man einfach nicht helfen. Natürlich gibt es auch weiterhin noch Fälle von Blutgerinnsel. Ihr wisst ja auch, mit der Lungenembolie hatten wir auch letzte Woche schon. Und es gibt natürlich auch immer noch Menschen, die im Zusammenhang mit dem Allwunderheilmittel sterben. Aber ihr wisst ja, das wird weiterhin totgeschwiegen. Dann gab es ja ein Video von dem Kurz aus Österreich. Ja, der hat sich ja so ein klein bisschen versprochen in einem Interview im Zusammenhang mit der Allwunderheilmittelbeschaffung und hat ja anstatt Versprechen, hat er ja Verbrechen gesagt. Ja, also mit dem, was er als erstes gesagt hat, Verbrechen, und es dann korrigiert hat, hat er eigentlich recht gehabt, weil das mit diesem Allwunderheilmittel ist wirklich ein absolutes Verbrechen. Dann gab es noch einen Bericht, Gericht, Corona-Beschränkungen gelten auch für Gepiekste. Das wurde vom Freiburger Verwaltungsgericht so argumentiert, es sei ja bislang nicht wissenschaftlich erwiesen worden, dass das Virus nicht mehr übertragen werden kann. Ja, deswegen müssen die alles genau gleich machen. Ich sage ja, für was eigentlich sich pieksen lassen? Ich sehe es ja bei mir auf der Arbeit. Ich sehe einfach keinen Sinn dahinter. Ja, dann wurde ja jetzt der Kaufpreis der Villa unseres Gesundheitsministers bekannt gegeben. 4,125 Millionen Euro. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, wenn man auch sieht, worin der Ehemann so verstrickt ist und was da so abgeht. Also ich muss sagen, das war ja auch Thema diese Woche mit seinem Ehemann. Ich glaube, das führt irgendwann dazu hinaus, dass wirklich unser Gesundheitsminister zurücktritt und unser Showmaster an seine Stelle kommt. Ich kann es mir wirklich gut vorstellen. Ich schätze ihn immer so ein bisschen als Mitläufer ein. Vielleicht ist er auch nicht ganz so stabil. Von der Psyche her weiß ich nicht, weil man muss ja da viel mitmachen, wenn man da oben steht. Und jetzt noch dieser Skandal, kann man ja sagen. Ich glaube, da gibt es wirklich irgendwann demnächst einen Rücktritt und dann darf der Showmaster, ihr wisst, wir sind verloren, diesen Posten einnehmen. Ich denke wirklich, dass es darauf hinausläuft, weil, ja, ihr wisst ja, unser Showmaster ist total engagiert. Ja, der hat sich jetzt wirklich ein Jahr bewiesen. Vor allem bei den Obersten, was er so drauf hat, seine Kompetenzen, wie toll er argumentieren kann. Deswegen, es spricht ja nichts dagegen. Also hat er jetzt ein Jahr Bewerbungszeit. Er kennt sich super gut mit der Medizin aus. Ja, ihr wisst ja, draußen Ansteckung sehr hoch. Ihr seid alle alkoholisiert. Ihr spuckt euch gegenseitig an. Ja, also er hat wirklich gezeigt, wer er ist, was er kann. Und deswegen, warum nicht er jetzt an diese Stelle? Oh ja, dann hat sich der Ministerpräsident aus Baden-Württemberg mit AstraZeneca pieksen lassen. Oh, so tapfer, so mutig. Man weiß natürlich nicht, was jetzt genau da drin war in diesem Allwunderheilmitteldöschen. Ja, es könnte ja auch Kochsalzlösung sein. Aber er hat sich pieksen lassen. Er hat es uns gezeigt, wie es geht. Jetzt müssen wir es nur noch nachmachen. Ganz bestimmt. Dann gab es einen Artikel, Hausärzte dürfen nach Ostern endlich lospieksen. Die wollen ja so dann das Ganze schneller voranbringen. Sollen sie machen für die Leute, die es wollen. Den Rest bitte in Ruhe lassen. Ja, dann hier ein Artikel von Epoch Times. Dramatischer Appell an die WHO. Top-Virologe warnt vor Massensterben durch Corona-Allwunderheilmittel. Es geht um die Menschheit. Einer der weltweit führenden Virologen und ein starker Befürworter von Allwunderheilmittel schlägt Alarm. Gerd van den Bossche, hoffe ich, dass man das ausspricht, der im Bereich der Infektionsforschung und Allwunderheilmittelentwicklung für die Pharmaunternehmen Novartis und GlaxoSmithKline sowie die Organisation Gavi und die Bill and Melinda Gates Stiftung tätig war, warnt, dass die Massen-Allwunderheilmittelkampagnen gegen das Coronavirus eine globale Katastrophe epischen Ausmaßes auslösen wird. Er hat sich mit einem offenen Brief an die WHO gewandt. Er ist besorgt über die Allwunderheilmittelmaßnahmen und fordert quasi auf, alle Allwunderheilmittelkampagnen gegen das Coronavirus weltweit sofort zu stoppen. Und er sagt, wenn das nicht gemacht wird, dann würden sich viele infektiösere Virusvarianten noch verstärken und schließlich würde es dann zu einem Massensterben der Menschen kommen. Er sagt auch nochmal, dass er kein Allwunderheilmittelgegner ist. Er würde auch normalerweise sich gar nicht um diese Themen kümmern, aber als engagierte Virologe und Allwunderheilmittelexperte mache er da eine Ausnahme. Wenn die Gesundheitsbehörden es zulassen, dass Allwunderheilmittel in einer Weise verabreicht werden, die öffentliche Gesundheit gefährden können. Vor allem, wenn eben wissenschaftliche Erkenntnisse
ignoriert werden. Das wissen wir ja schon lange. Und er sagt halt, dass diese kritische und gegenwärtige Situation ihn einfach dazu zwingt, einen Notruf zu verbreiten. Und er sagt halt, er möchte keine Kritik an dem Allwunderheilmittel üben, weil dieser Corona-Allwunderheilmittel sei von einfach brillanten Menschen entwickelt worden. Aber er sagt, bitte den richtigen Allwunderheilmittel am richtigen Ort verwenden und verwenden Sie ihn nicht in der Hitze einer Pandemie bei Millionen von Menschen. Ja, das ist ja auch noch das. Das ist wirklich ein richtig großer Massenversuch, was hier gemacht wird mit diesem Allwunderheilmittel in einer Pandemie. Er sagt jetzt Pandemie. Ich kann immer noch nicht von einer Pandemie sprechen, schon seit einem Jahr nicht. Es ist doch krass, oder? Aber ich weiß nicht, wann endlich auf solche Menschen gehört wird, wenn es dann irgendwann zu spät ist. Ich weiß nicht, wie er sagt, das mit diesen Virusmutationen, das habe ich jetzt schon so oft gehört, dass es wirklich richtig krass werden kann und dass es dann quasi die Pandemie ist, wo dann wirklich alle Angst haben müssen und das halt wirklich durch dieses Allwunderheilmittel zustande kommt. Das habe ich euch vor ein paar Videos schon erzählt. Und deswegen ist einfach der absolute Wahnsinn, was hier gesagt wird, was man von überall hört, aber die da oben ist einfach weiterhin ignorieren. Ja, dann Baden-Württemberg führt die Maskenpflicht an Grundschulen ein. Was soll man dazu sagen? Es ist einfach nur ekelhaft. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ihr wisst, wie ich allgemein zu Masken stehe. Mich hat es ja jetzt mittlerweile auch getroffen. Seit dem 22. März gilt ja auch eine Maskenpflicht für Personal in Kitas, Grundschulförderklassen, Horten und Schulkindergärten. Außer im ausschließlichen Kontakt mit den Kindern. Man ist ja nie ausschließlich nur mit den Kindern, außer wenn man halt mal Einzelbetreuung macht oder mal in einer Kleingruppe was macht. Aber hauptsächlich ist man ja mit der ganzen Gruppe und halt noch mit anderen Erziehern. Weil es gibt keinen Kindergarten, wo 20 Kinder sind und nur ein Erzieher. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und deswegen muss man wirklich diesen Lappen tragen. Ich finde es unter aller Sau im Kindergarten. Also die Kinder leben von Mimik, das weiß ja jeder. Und es ist so wichtig, dass man ein Buch vorliest oder auch denen was erklärt, mit denen spielt, mit denen spricht, man einfach auch dabei das Gesicht sieht. Nicht nur die Augen, sondern wirklich das ganze Gesicht. Auch mal vom Mund. Ich habe jetzt gemerkt, wenn man mal nach einem Kind ruft, dann weiß es gar nicht so richtig, wer jetzt gerufen hat, weil ja alle mit dem Lappen da sitzen. Also ich sträube mich sehr davor. Ich finde es unter aller Sau. Also wenn ich mit den Kindern spreche, dann hat dieser Lappen nichts in meinem Gesicht zu suchen. Ja, es ist so bescheuert sowieso, weil man jetzt ein Jahr zur Arbeit hingegangen ist, ohne diesen Lappen im Gesicht. Und jetzt auf einmal natürlich dieser Lappen Gold ist. Nein, das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht im Umgang mit Kindern. Das ist nicht pädagogisch. Das kann mir keiner sagen, dass sie das für gut heißen. Ja, natürlich gibt es wieder Ausnahmen, die sagen, meine Gesundheit geht vor. Ja, mir ist meine Gesundheit auch wichtig. Aber wir sind hier in einer Situation, wo dieser Lappen sowieso nichts bringt. Das wissen wir ja schon lange. Und wir haben es jetzt ein Jahr durchgehalten. Warum müssen wir jetzt auf einmal den Lappen tragen? Und nein, ich werde diesen Lappen nicht tragen im Umgang mit Kindern. Das ist einfach so. Kinder leben von der Mimik. Nochmal. Und das ist mir wichtig. Ich möchte, dass die Kinder mich anschauen. Ich möchte, dass die Kinder sehen, wenn ich mit ihnen spreche. Ich möchte, dass die Kinder sehen, wenn ich sie anlächle. Das ist einfach unglaublich wichtig. Und ich als Erzieherin, kann es einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, diesen Lappen in meinem Gesicht zu haben und nur noch die Augen zu zeigen. Das geht einfach nicht, sorry. Also da schlägt mein Erzieherherz einfach so dolle, dass ich sage, nein, das kann ich nicht machen. Außerdem sollen die Kinder in den Kindergarten kommen und die Normalität spüren und nicht auch alle mit diesen blöden Lappen im Gesicht. Das ist so, so krank. Das möchte ich einfach nicht. Nein, möchte ich nicht. Dann natürlich unser Ministerpräsident aus Bayern, der warnt vor Dauerwelle und meint, es geht ja bis in den Sommer rein. Wir haben ja jetzt schon eine Dauerwelle. Also wir hocken ja schon Ewigkeiten jetzt im Lockdown, von dem her, wir sprechen ja mittlerweile schon von einer Dauerwelle. Ja, hier hatten wir auch ein gutes Beispiel. Um 17.15 Uhr heißt dieser AstraZeneca-Stoff, da ist zuverlässig und sicher. Und um 17.25 Uhr kam dann eine Nachricht nach Allwunderheilmittel, junge Frau erleidet Lungenembolie. Ja, so ganz nebenbei. Dann wisst ihr ja, es war ja auch der Gipfel diese Woche wieder und alle haben ja davor gesagt, wir müssen zurück in den Lockdown, zurück in den Lockdown. Unsere Oberste hat ja gemeint, wir müssen die Notbremse ziehen ab 100, das ist ja jetzt viele, viele Inzidenzen über 100 geklettert. War ja auch vorhersehbar. Mit ihrer blöden Testerei haben sich ja die Zahlen herbeigetestet. Das wissen wir ja. Und sind ja viele, viele Ortschaften wieder über 100. Und dann war natürlich einiges im Gespräch, aber da komme ich nachher nochmal drauf. Gerade zu dem Thema Gipfel. Dann unser Showmaster hat ja getwittert. Am 20. März, das war ja der Tag, an dem die Großdemonstration in Kassel stattfand. Studie zeigt, wie wichtig es ist, Querdenker zu bekämpfen. Weil je höher der Anteil Ungepikster ist, umso stärker müssen sich alle anderen einschränken. Um große zusätzliche Wellen zu verhindern. Die meisten Gepieksten werden zwar nicht schwer krank, aber viele doch. Deswegen muss man Querdenker bekämpfen. Ihr wisst ja, es darf keine andere Meinung geben. Alle müssen denselben Strom mitschwimmen. Keiner darf irgendwie vorbeischwimmen. Keiner darf was anderes nur denken. Das geht absolut nicht. Und deswegen, es müssen alle gepikst werden. Sonst, ihr wisst, die dritte Welle, sie wird uns alle überrollen. Dann kommen wir doch jetzt einfach mal auf Kassel zu sprechen. Schon allein die Hinfahrt waren einfach super gigantisch. Ihr wisst ja, auf den Rasthöfen, Raststätten, Parkplätzen, man sieht schon überall Leute.
Seite von uns, das sieht man ja. Die Menschen sind einfach frei, sie lachen. Da weiß man, ja, die gehören zu uns. Da lief Musik, da haben sich schon die Ersten aufgestellt mit ihren Schildern, um den Leuten zu zeigen, die nicht dazugehören. Aber ich glaube, da waren gar keine, die nicht dazugehört haben. Und wenn, dann haben sie bestimmt ganz schnell wieder den Platz verlassen wegen Super-Spreader-Event. Genau, auf jeden Fall war schon die Stimmung bombastisch auf dem Rasthof, auf dem Parkplatz, war einfach gigantisch. Auch die Autos, die so auf der Autobahn unterwegs waren, man hat einfach gesehen, die gehören zu uns, wenn sie irgendwie ein Schild dran hatten. Ich habe ein Auto gesehen mit einem Kuscheltier, das ein Schaf war und diesen Lappen im Gesicht. Ja, dann habe ich Reisebusse gesehen, ist ja auch eine Rarität mittlerweile geworden, wusste man natürlich auch, die fahren auch nach Kassel. Und dann sind wir nach Kassel reingefahren, es war so 23:30 waren wir da. Davor hat man die Meldung bekommen, dass ja der Platz sich geändert hat, wir waren ja dann auf der Schwanenwiese und da waren, ich glaube, 6000 Menschen zugelassen. Ja, wir sind dann da reingefahren. Parkplätze waren schon sehr begrenzt. Also wir sind dann so ein bisschen in die Seitenstraße, haben richtig Glück gehabt, haben noch einen Parkplatz gefunden, haben wir da reingepackt. Und dann sind wir zur Schwanenwiese gelaufen. Wir waren so die Ersten, deswegen sind wir auch noch reingekommen. Wir mussten dann mit unserem Lappen vorne an der Polizei vorbeilaufen. Die hat einen dann reingelassen. Die, die einen Attest haben, mussten den vorzeigen. Wie immer dasselbe Spiel. Und dann waren wir auf dem Platz und am Anfang sind noch Autos vorbeigefahren. Man hat gemerkt, die haben irgendwann die Straße gesperrt. Es kamen auch nicht mehr viele Leute. Also man muss sagen, als wir nach Kassel reingefahren sind, war ein richtiger Stau auf der Autobahn, also auf dieser Abbiegespur. Also man hat gesehen, die gehen alle dahin. Kassel ist überfüllt von uns. Ja, da gab es einfach schon den Stau und auf einmal kam kein Auto mehr und dann hat man sich schon gewundert, wo die Autos sind. Wir haben uns natürlich gleich gesagt, die haben abgesperrt. Die wussten ja 6000 Menschen und nicht mehr. Natürlich war ja klar, dass es mehr werden. Es waren ja auch 17.000 Menschen angegeben von den Veranstaltern ihrer Seite. Was haben die gedacht, dass jetzt die Leute umkehren und wieder zurück nach Hause fahren? Wer weiß, wo die Menschen alle herkamen. Wir hatten ja auch eine längere Anreise von Stuttgart aus. Dann waren wir da auf dem Platz. Die haben dann irgendwann dicht gemacht. Die Leute haben sich dann außen aufgestellt und haben halt von oben reingeguckt. Also es war so ein bisschen erhöht und konnten dann so runter gucken. Dann haben wir uns das angeguckt. Es waren wieder super Redner dabei. Es gab Musik. Die Presse ist durchgelaufen, hat immer wieder Leute interviewt. Es war eigentlich sehr entspannt, die Atmosphäre. Und wir haben uns dann irgendwann, ich glaube eine Stunde bevor das geendet hat auf der Schwanwies, haben wir uns dann dazu entschieden, in die Stadt zu gehen. Wir haben auch immer wieder geguckt, was so abgeht in der Stadt, weil es haben sich da wirklich sehr, sehr viele Menschen gesammelt. Es gab einen riesen, fetten, großen Demozug. Den haben wir natürlich jetzt verpasst, weil wir auf der Schwanenwiese waren. Aber wir sind dann in die Stadt und wir waren überwältigt auf diesem Platz. Friedrichsplatz hieß der, glaube ich. War wirklich richtig, richtig krass viel los. Die Stimmung war total ausgelassen. Es war super entspannt. Die Leute haben getanzt, sie haben gelacht, sie haben sich unterhalten, sie saßen da. Wir hatten ja zum Glück schönes Wetter. Es war kalt, aber es war sehr schön. Die Sonne hatte richtig schön Kraft, wie immer, wenn eine Demonstration stattfindet. Und dann haben wir uns mal einen Überblick verschaffen, haben uns dann irgendwann auf eine Mauer gesetzt und dann einfach beobachtet. Und auf einmal kam ein Demozug mit Menschen. Das hat einfach gar nicht aufgehört. Das war so krass. Und die haben dann wirklich diesen Platz noch geflutet, die ganzen Menschen. Und diese ganze Stimmung da und die Menschen zu sehen, es war einfach wieder unglaublich schön. Die Polizei stand so am Rand. Einmal hat sie dann kurz zugemacht. Da kam dann quasi der Demozug mit den Menschen von Ruf der Trommeln, wollten da durch, haben dann Umkehr gemacht, weil ja die Polizei ihre Sperre gemacht hat. Ja, aber ansonsten haben sie die Polizisten wirklich total zurückgehalten. Also es war sehr, sehr entspannt. Mir ist nichts aufgefallen, keine Gewalt, gar nichts. Also weder von den Demonstranten noch von den Polizisten. Es war wirklich richtig schön, ruhig und entspannt, ganz anders wie natürlich in Berlin. Ich habe wirklich die Stimmung richtig ausgelassen wahrgenommen und sind dann auch irgendwann gegangen. Der Platz hat sich dann auch ein bisschen aufgelöst, sind die ersten wieder heimgefahren. Jeder hatte ja eine weite Anreise. Ich meine, wir haben ja gezeigt, wie viele wir sind. Es gab einen ewig langen Demozug. Wie gesagt, es waren unglaublich viele Menschen auf dem Platz. Es waren unglaublich viele Menschen auf dem anderen Platz. Also wir waren alle da. Wir waren wirklich alle da. Es war einfach wieder gigantisch, dieses Gefühl. Und wir sind dann nach Hause gefahren. Dann hat man irgendwann ja geguckt, was schreiben die Medien. Ja, die Medien schreiben, ein aggressiver Mob oder was auch immer da gesagt wurde. Also da wurden ja dann Bilder gezeigt, wo ein Wasserwerfer eingesetzt wurde. Ich glaube, es gab eine einzige Stelle, wo mal ein Wasserwerfer eingesetzt wurde. Und das auch nur für ganz kurze Zeit. Und das war's. Und ich weiß nicht mal, ob diese Situation nicht einfach gestellt war, um die Bilder zu bekommen, die sie gerne wollen. Wenn man nämlich immer sieht, wie die das zusammenschneiden, wie die Leute dann schreien oder rufen oder mit den Polizisten reden. Dieser Zusammenschnitt, das ist so krank, wenn ich die Zusammenschnitte sehe von
unseren Leuten, die die Videos zusammenschneiden, wie harmonisch das ist. Und die zeigen dann so Ausschnitte und natürlich immer das Allerschlimmste. Und dann haben sie natürlich, ich habe Stern-TV angeguckt, da wurde natürlich auch über die Demonstration geredet. Und da haben sie die Situation gezeigt, wo ja, es waren ja auch Gegendemonstranten mal wieder am Start, ist ja klar. Da hat da einer Polizistin Gegendemonstranten so über die Straße gezogen. Ja, die haben ja mit Fahrrädern eine Barrikade machen wollen. Und passt mal auf, die haben Tatsache, die Gegendemonstranten, haben sie gesagt, das ist Zivilcourage, weil sie den Demozug, der ja nicht angemeldet war, stoppen wollten. Zivilcourage von Gegendemonstranten, die ja wirklich aggressiv sind und einen beleidigen und einen anschreien und keine Ahnung was alles sagen. Zivilcourage. Die werden ins gute Licht gerückt, sind immer aggressiv zu den Polizisten. Also wenn ich das sehe, die halten sich da wirklich nicht zurück. Die gehen da schon mal ran. Also ich kenne ja schon andere Bilder auch von den Gegendemonstranten und gefühlt sind es immer die gleichen. Also ich gucke immer die Gesichter und denke, habe ich dich nicht schon mal gesehen? Also sie sehen irgendwie alle gleich aus, vor allem dann noch mit ihrer fetten Maske, meistens noch die Kapuze auf und blutjung, das muss man auch noch sagen, komplett keine Lebenserfahrung, kein Plan vom Leben. Da wird gesagt, das ist Zivilcourage, weil sie den Demozug stoppen wollten. Ist klar, ich finde es wirklich immer abartig, wie es im Mainstream dargestellt wird. Wütender Mob, genau, wütender Mob waren wir, ja, wir waren aggressiv, wir haben Journalisten angegriffen, wir haben die Polizisten angegriffen. Ich weiß nicht, was die da gesehen haben, aber es war so harmonisch, das war wieder wie so ein riesengroßes Familienfest und der Mainstream stellt es wieder hin, als wären wir, keine Ahnung, was für Unmenschen. Es waren ja auch Leute im Einkaufszentrum, da habe ich auch richtig schöne Bilder gesehen, wo die dann alle unten saßen und gegessen haben und überall standen sie und haben Frieden, Freiheit gerufen. Das war echt super schön, die Bilder. Und anscheinend hat ja sogar der Betreiber von diesem Einkaufszentrum über die Lautsprecher dieses steckt euch eure in den laufen lassen. Ihr wisst ja alle Bescheid. Das ist wirklich der Wahnsinn gewesen, die Bilder auch von den anderen Stellen zu sehen danach, weil man konnte ja immer nur an einer Stelle sein. Der Demozug war gigantisch. Ja, da gibt es ja auch diesen Zeitraffer. Und es gab ja immer wieder kleinere Demozüge. Also es waren unglaublich viele Menschen. Ich glaube, wir haben wirklich Kassel geflutet. Ja, und egal in welcher Nebenstraße du warst, man hat gesehen, du gehörst zu uns. Ja, einfach gigantisch. Und natürlich, muss ich auch nochmal sagen, gibt es immer Leute, die aus der Reihe tanzen, vielleicht ein bisschen zu viel getrunken haben, ein bisschen aggressiver sind. Natürlich, es sind so viele Menschen, die da auf einem Haufen sind. Es sind so viele Menschen, die da aufeinandertreffen. Man kann nicht jeden aussuchen. Ja, die machen keine Bewerbungen. Man sagt, du wirst genommen, du wirst nicht genommen. Sondern im Endeffekt geht es ja darum, dass wir alle für ein Ziel kämpfen. Und ich sage immer, lieber auf die Straße, da hat man nämlich nichts zu verlieren, als zu Hause zu hocken und abzuwarten, weil da hat man ganz viel zu verlieren. Wir müssen was machen, wir müssen aktiv werden. Und dann ist es mir im Endeffekt egal, wer da alles auf der Straße ist. Natürlich finde ich es blöd, wenn es dann zu aggressiven Handlungen kommt. Manche sind halt auch blöd gegenüber den Polizisten. Ja, man muss ihnen ja nicht alles an den Kopf werfen. Ich glaube, die haben auch ihr Päckchen zu tragen. Und es gibt ja auch viele, die denken wie wir. Und ich muss sagen, die in Kassel, die Polizisten, die waren einfach so, so nett. Die haben nicht viel gemacht. Ja, die haben uns angeguckt. Die haben, glaube ich, viel zugehört. Vielleicht ist da auch irgendwas in denen, wo es sagt, hier stimmt irgendwas nicht. Die sind ja auch Mensch, also auch wenn sie die Uniform anhaben. Ich möchte ja nicht alle Polizisten jetzt in Schutz nehmen, wir wissen ja, wie die auch sein können, aber in Kassel war es wirklich sehr, sehr ruhig und entspannt. Kann man nicht sagen, die haben uns auch gewähren lassen. Man sagt ja immer, die haben keine Masken getragen. Ja, im Endeffekt tun wir auch dagegen demonstrieren. Auch Masken sind eine Maßnahme, die wir total unsinnig finden. Und dann heißt, warum hat die Polizei nicht reagiert? Warum haben sie nicht durchgegriffen? Wir waren einfach zu viele. Kann man einfach so sagen, wir waren zu viele. Die hätten nicht so durchgreifen können, in dem Sinne, wie es der Mainstream vielleicht möchte. Das wäre gar nicht gegangen, weil wir Demonstranten einfach mehr waren als die Polizei. Und jetzt heißt natürlich Superspreader-Event. Werden wir dann sehen. Wir wissen ja, wie die letzten Demonstrationen waren, deswegen. Es wird immer viel geredet davor und danach hört man meistens nichts mehr, außer ihr wisst ja diese komische Studie, die gar keine Studie war, wo gesagt hat, dass die Großdemonstrationen Superspreader-Events waren. Ja, 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 von wegen. Dann gab es eine Polizistin, das Bild ist ja wirklich viral gegangen, die ein Herz gezeigt hat. Ja, und die steht jetzt absolut in der Kritik. Da haben Leute Dinge geschrieben, wie sie das finden und es geht gar nicht und wie kann man sich solidarisieren mit den Demonstranten und man hat ja dieses Neutralitätsding da gedönst von seitens der Polizei aus und deswegen geht es gar nicht. Zum Beispiel gab es da einen Post bei Twitter von einem Rechtsanwalt. Es ist widerlich, wenn sich Exekutive mit intellektueller Unterschicht verbrüdert. Da bekomme ich Angst um das demokratische und kultivierte Deutschland. Also wir sind intellektuelle Unterschicht, ja, alles klar. Also es ist so, so krank, was die da immer raushauen, ohne bestraft zu werden. Es ist ja eine regelrechte Beleidigung und finde ich eine absolute Frechheit. Oder der Ministerpräsident aus Thüringen hat ja geschrieben, ein verstörendes Foto, Polizeibeamtin zeigt mit ihren Händen Herz, solidarisiert sich mit dieser Demonstrantin, die offensichtlich gegen die gerichtlichen Auflagen verstößt, die AHA-Regeln missachtet und den Schutz vor der Pandemie als Wahnsinn bezeichnet. Weil auf dem Schild von der Frau steht, schützt unsere Kinder vor diesem Wahnsinn. Also es ist wirklich der Wahnsinn, die Frau, die wird da jetzt natürlich diffamiert und hingestellt, wer weiß, was ihr noch alles blüht, aber sie hat wirklich meinen allergrößten Respekt. Danke für das, was du getan hast. Wenn das Ganze mal irgendwann in keine Ahnung wie vielen Jahren vorbei ist, weiß ich, dass
dass dieses Bild in die Geschichte eingehen wird. Da bin ich mir zu 100% sicher. Da kriege ich Tränen in die Augen. Weil es ist einfach ein wunderschönes Bild, was das Herz berührt. Meins auch, ja. Ich werde da immer so emotional. Aber Bilder sind einfach wieder unglaublich gewesen. Ich habe auch Videos gepostet und Bilder in meinem Telegram-Kanal. Schaut gerne vorbei. Unten in der Infobox findet ihr den Link zu meinem Telegram-Kanal. Ja, also Kassel war wirklich unglaublich. Ich freue mich jetzt so auf die nächste Demonstration. Ihr wisst ja, am 3. April 2021 findet in Stuttgart die nächste Demonstration statt. Alle Informationen dazu findet ihr auch in meinem Telegram-Kanal oder bei Querdenken711. Jetzt kann es auf jeden Fall losgehen. Ich glaube, das war wirklich ein glorreicher Auftakt und jetzt sind wir bereit für weitere Demonstrationen und ich freue mich unglaublich darauf. Dann ist ja in Schwäbisch Hall so, dass auch tagsüber es heißt zu Hause bleiben. Das ist ja der neue Oberhotspot in Baden-Württemberg und da wurde ja eine Ausgangssperre beschlossen zwischen 5 und 21 Uhr und im Stadtgebiet Schrotzberg besteht dann eine Maskenpflicht. Also quasi die tagsüber Ausgangssperre. Also richtig, richtig, richtig krank. Dann gibt es hier einen Brief, was wahrscheinlich die Eltern bekommen haben von der Oberschule Dresden. Testpflicht an Schulen. Und hier steht dran, Testverweigerer haben ab Mittwoch, dem 17.03.2021, Zutrittsverbot an der Schule und erhalten keine häusliche Lernzeit im jetzigen Maße. Und es geht noch ein bisschen weiter, aber den Kindern den Zutritt zu verweigern, weil sie sich nicht testen lassen. Ja, es gibt Allwunderheilmittelverweigerer, Maskenverweigerer, Testverweigerer. Ich gehöre ja auch zu den Testverweigerern, weil ich bin gesund und wenn ich gesund bin, muss ich mich nicht testen lassen. Da bin ich froh drüber, dass ich gesund bin. Mir geht's gut, bin munter, ich habe keine Symptome, nichts. Deswegen muss ich mich nicht testen lassen. Es ist so krank, dass es bei den Schülern Pflicht ist, dass es eine Pflicht gibt. Ich kann eins nur sagen, liebe Eltern, klagt um euer Recht. Klagt, klagt, klagt. Das ist der einzige Weg, der was bringt. Deswegen, ich kann jedem sagen, der in dieser Situation steckt oder auch bei jedem, bei dem das jetzt eingeführt wird, klagt. Geht vor Gericht, macht's einfach. Genau, nochmal zu Kassel. Es wurde sogar gesagt, dass 20.000 Teilnehmer der Demonstration in Kassel sich befunden haben. Immerhin 20.000. Aber ihr wisst ja, es wird immer so ein bisschen weniger angegeben, als dass es tatsächlich waren. Deswegen, ich denke mal, dass es wieder mehr waren. Ja, dann natürlich immer noch das Thema, der Handel stirbt. Offener Brief, Herz hört auf zu schlagen. Chefs von Kick, Thalia, Tacos senden Appell an die Oberste. Aber ihr wisst ja, das stößt immer wieder auf Ignoranz. Dann wollen ja Ferienwohnungsvermieter Beherbergungsverbot kippen. Ja, die sind ja auch dran in Mecklenburg-Vorpommern. Bin ich auch mal gespannt, was da jetzt dabei rauskommt. Bis jetzt habe ich noch nichts gehört. Ja, dann haben wir hier die Schlagzeile von unserem Gesundheitsminister, dass sein Ehemann Masken ans Gesundheitsministerium verkauft hat. Also diese Masken sind wirklich sehr lukrativ für die da oben. Dann der Ministerpräsident aus Sachsen, der hatte ja im Kopf oder hat immer noch im Kopf, eine Testpflicht auch für Supermärkte einzuführen. Ich überlege jetzt schon, wie ich es mache, ob ich mich dann draußen hinstelle und nett frage, ob mir jemand was mitbringt, diejenigen, die das dann machen. Vielleicht gibt es da jemand, der Lust hat, für mich dann einkaufen zu gehen, der kriegt auch ein bisschen Trinkgeld dafür. Aber ich werde mich trotzdem nicht testen lassen, um in den Supermarkt zu gehen. Also wo kommen wir dahin? Natürlich, ich bin jetzt nicht in Sachsen, aber ey, wenn einer ja als Vorbild vorangeht, warum sollen dann nicht die anderen mitziehen? Man lässt uns quasi verhungern, wenn wir uns nicht testen lassen. Ja, man muss ja die Leute unter Druck setzen. Und das geht halt nur mal so. Er sagt ja auch, dass Gepiekste sich frei testen lassen müssen. Also ich sag ja, für was sich pieksen lassen? Also dass das Risiko, krank zu werden nach diesem Allwunderheilmittel so hoch ist, mehr bringt's ja einem nicht. Also es bleibt alles trotzdem gleich. Ja, dann hat der Showmaster ja jetzt gemeint, dass die Risikogruppe schon ab 50 beginnt. Das heißt, 50- bis 80-Jährige werden das Ganze nicht überleben. Ach, es ist so interessant, immer wieder neue Dinge, die der Mann da raushaut. Und viele es einfach glauben und sagen, ich bin 50, ich bin Risikogruppe. Derjenige, der 49 ist, sagt, oh, Glück gehabt, ich habe noch mal länger Zeit zum Überleben. Leute, 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 was da abgeht, ist einfach nicht mehr normal. Ja, dann natürlich noch die ganzen Proteste und Demonstrationen in den anderen Ländern waren ja auch wunderschöne Bilder aus Holland, aus England und so weiter. Also es war wirklich unglaublich. Dann wurde ja offiziell gesagt, Tod von Krankenschwestern in Österreich, Zusammenhang mit AstraZeneca Wunderheilmittel bestätigt. Und es wurde aber wieder gesagt, ist sehr, sehr selten. Man muss ja sagen, bei Corona, also bei dem Virus Corona, war ja jedes Leben wichtig oder ist immer noch jedes Leben wichtig. Man muss jedes Leben schützen. Jetzt aber, nach dem Allwunderheilmittel, sagt man, ja, kommt vor, aber ist sehr, sehr selten. Aber dafür überleben wir das alle, wenn wir uns pieksen lassen. Das ist doch so Brainwashing, was die uns da wieder sagen wollen, indem sie da sagen, Corona-Tote sehr schlimm, Kollateralschäden, Tote und Tote nach Allwunderheilmittelverabreichung bzw.
das im Zusammenhang mit Allwohnheilmittelverabreichung. Total egal. Das ist so, so krank. Darum sage ich ja immer, die Leute sagen immer, denen geht es um unsere Gesundheit, denen da oben. Es geht denen nicht um unsere Gesundheit. Es geht denen darum, dieses Allwohnheilmittel an den Mann zu bekommen. Keine Ahnung wofür. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das gehen wird. Auf jeden Fall Richtung Kontrollstaat, ist mir schon klar und so weiter. Aber was genau die damit bezwecken wollen, ja, ich weiß auch, dass wir eine Überbevölkerung haben, hat ja auch unser Gates schon gesagt, wir müssen gucken, wir haben eine Überbevölkerung. Ja, das sind ja alles so Aussagen, die schon getroffen wurden und in die Richtung geht es ja auch mit diesem Allwunderheilmittel, weil das ist nicht zum Schutz da. Und natürlich auch als hier Geldeinnahme für die Pharmakonzerne ist natürlich eine sehr große Geldeinnahme, aber natürlich nicht für unsere Gesundheit, da bin ich mir zu 100% sicher. Und man muss ja auch noch dazu sagen, wenn man das so überlegt, so, welches Allwunderheilmittel hat eigentlich schon eine Krankheit ausgerottet? Gibt's doch gar nicht. Zum Beispiel die Grippe. Es gibt Menschen, die lassen sich jedes Jahr gegen die Grippe impfen, aber im Endeffekt ist ja die Grippe nie ausgerottet worden. Und das muss man sich ja auch immer wieder in den Kopf holen. Kein Allwunderheilmittel hat bisher bewirkt oder bezweckt, dass eine Krankheit ausgestorben ist. Und jetzt muss man ja wirklich sagen, das ist einfach so krank. Im Mainstream machen die sogar Werbung für Allwunderheilmittelverabreichung für Keuchhusten oder für Gürtelrose. Also die zwei Sachen habe ich schon gesehen. Ich weiß nicht, ob ich schon mehr gesehen habe. Sag mal, Allwunderheilmittel, ist es jetzt der neueste Trend, sich pieksen zu lassen? Oder ist... Also das ist so... Ja, das gibt es ja schon ewig lang und jetzt auf einmal machen sie Werbung dafür. Da sieht man doch einfach wieder, dass hier etwas nicht stimmt. Ja, dann vor dem Gipfel hat ja unsere Oberste noch gesagt, sie möchte ja diese Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit Inzidenz über 100 und auch Schulen und Kitas sollen dann wieder dicht gemacht werden. Das hat sich ja jetzt auch wieder erledigt. Das soll ja dann erst ab 200 Inzidenz passieren. Also zumindest so in Baden-Württemberg. Da sind wir noch ein bisschen entfernt von, aber wer weiß, die haben ja schon alles geschafft, was sie sich so vorgenommen haben. Ja, und das ist ja auch das Lustige. Das ist ein Artikel von Reitschuster. Obwohl ja die Todeszahlen sinken, ist diese Frau da oben so versessen darauf, diese Maßnahmen, diese noch strengeren Maßnahmen durchzubekommen. Und wir wissen ja schon lange, dass das, was die da oben machen, keine gesundheitliche Entscheidung ist, sondern eine politische Entscheidung. Die bleibt einfach immer dabei. Dann auch ein Artikel von der Bild. Ein Onkologe hat da nämlich kritisiert, dass es mehr Krebstote durch Corona gibt. Krebspatienten werden wegen Corona vernachlässigt. Das wissen wir ja auch. Es werden Operationen verschoben, auch solche Operationen natürlich, die Leben retten. Und das ist so schlimm und da interessiert kein Mensch. Und deswegen, denen geht es nicht um Gesundheit, nochmal. Das ist nicht für das. Sonst würden sie einen Weitblick haben für alle Menschen. Für alle. Auch die Menschen, die rauchen, auch die Menschen, die viel trinken. Auch für den Krankenhauskeim, der ja jahrelang gewütet hat und keine Ahnung, wie viel Todesfälle mit sich gebracht hat. Also das ist so, so sinnlos und ja, keine Ahnung, da fehlen mir manchmal wirklich die Worte. Dann war auch ganz interessant diese Woche, das Oberverwaltungsgericht in NRW hat ja die Beschränkung für den Einzelhandel gekippt. Begründung, Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Das heißt, es ging halt darum, dass Kundenbegrenzung pro Quadratmeter und Terminbuchung rechtens sind. Das Oberverwaltungsgericht hat gemeint, nein, ist nicht rechtens. Und dann, nur wenige Stunden nach diesem Urteil zur Aufhebung der Beschränkung im Einzelhandel, hat die Landesregierung reagiert und die Verordnung dementsprechend angepasst. Nun gelten die Beschränkungen wie Terminbuchungen unter anderem auch für die Geschäfte des Einzelhandels, die bisher noch davon ausgenommen wurden. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das macht mich so fassungslos. Da hat man das eine gewollt, dann machen die das so hinterrücks, tun sie das da umstellen und jetzt sind alle von der Kacke betroffen. Also ein größeres Brett vorm Kopf als die, die das ja da bestimmen. Kann man doch gar nicht haben, oder? Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Unverständlich. Einfach unverständlich. Ja, jetzt haben sie den Salat. Dann muss man sich auch immer wieder den Satz von unserem Gesundheitsminister in den Kopf holen. Der hat ja quasi gesagt, wer mit einem Corona-Schnelltest, welcher keine Infektion nachweisen kann, positiv getestet wurde, der muss dieses Ergebnis noch einmal mit einem PCR-Test, der ebenfalls keinerlei Infektion nachweisen kann, validieren. Super. Natürlich hat er das jetzt nicht so gesagt mit diesem, ihr wisst ja, PCR-Test ist Goldstandard, Schnelltest ist Billo-Variante. Aber trotzdem, im Endeffekt ist es ja so. Also man testet sich durch, ist positiv, aber eigentlich hat man gar nichts. Das ist so krank. Und immer noch seit einem Jahr bauen wir auf diesen kein bisschen aussagekräftigen Test. Das ist so abartig. Das ist wirklich so abartig, dass die einfach so durchkommen. Das geht mir einfach nicht in meinen Kopf. Da muss ich schon lachen, weil es so lächerlich ist. Ich sag ja immer, wenn es früher gewesen wäre, würde es jetzt hören, würde denken, hä? Sind die Menschen doof? Oder was ist da los? Vor allem halt die, die sich das gefallen lassen. Was ist mit den Menschen los? Ich sag ja immer, den hat man wirklich ins Gehirn gekackt. Anders kann man das nicht sagen, weil so verblendet kann man doch gar nicht sein. Dann kommen wir doch zu dem allerwichtigsten Thema.
Bäume, und zwar dem Gipfel. Das war ja wirklich eine Geburt, dieser Gipfel. Ich habe ja dann irgendwann geschlafen, ich habe das gar nicht mehr mitbekommen, wann die endlich mal vor die Presse getreten ist. Aber ich habe es danach gesehen und sie war wieder unglaublich fertig, ja, total übermüdet. War ja auch mitten in der Nacht. Die haben ja auch ewig lang die Verhandlungen unterbrochen. Dann hat sie ja zu uns, dem Fußvolk, gesprochen. Sie sagt, wir haben eine neue Pandemie. Die Mutation hat übernommen. Der bisherige Erfolg ist aufgefressen. Alles im Bauch verschwunden. Es ist länger schwer, als wir dachten. Das waren ihre Aussagen. Und sie hat ja gesagt, harter Lockdown über Ostern. Also zuallererst wird natürlich der Lockdown verlängert. Und zwar bis zum 18. April. Und ich glaube immer noch nicht, dass es das Ende ist vom Lockdown. Aber man muss ja den Leuten immer so ein bisschen Hoffnung machen, um sie danach wieder zu sagen, geht doch nicht. Und dann kann man wieder Hoffnung machen. Ja, das ist ja schon das Spiel seit einem Jahr. Es sollen keine Gottesdienste über Ostern stattfinden. Das bleibt auch weiterhin bestehen. Keine Urlaube. Wir haben ja sowieso das ganze Jahr über Urlaubsverbot. Und dann kann natürlich noch die harte Notbremse. Und zwar soll alles komplett über Ostern runtergefahren werden. Demnach soll das Land vom 1. bis einschließlich 5. April, also über die Ostertage, komplett herunterfahren werden, um Kontakte auf das Minimum zu reduzieren. Dann wären alle Supermärkte geschlossen gewesen. Man spricht mal wieder von einem harten Wellenbrecher. Der letzte Wellenbrecher, der war auch unglaublich erfolgreich, deswegen muss man den wiederholen. Ihr wisst ja Bescheid. Also die Frau wollte Ruhetage einführen. Ab Donnerstag, weil Donnerstag ist ja noch ein ganz normaler Werktag. Den wollte sie als Ruhetag einführen, wollte den Donnerstag schließen, also die Läden schließen. Und Samstag wäre der einzige Tag gewesen, wo man nochmal hätte in den Laden können, also in den Supermarkt im engeren Sinne, so hat sie es gesagt. Und ab Dienstag wäre dann wieder auf gewesen. Also im Endeffekt hätte es einen Tag getroffen, wo die Supermärkte zugehabt hätten. In den Leuten ist natürlich schon die Hysterie ausgebrochen, weil jetzt natürlich das wichtigste Gut, was uns ja die ganze Zeit versprochen wurde, was nicht schließt, hätte ja zugemacht in dem Sinne. Auch wenn es nur für einen Tag gewesen wäre. Aber ich sage ja immer, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Wer weiß, was das für ein Test gewesen wäre, wenn man den Supermarkt zugemacht hätte. Das ist ja noch das Einzige, was die Leute haben im Endeffekt. Und ich glaube, an dem Samstag wäre wirklich Chaos ausgebrochen. Das hätten sie dann wahrscheinlich als Superspreader-Event deklariert. Also das wäre wirklich der Wahnsinn gewesen, weil die Leute panisch werden. Die werden einfach panisch. Auch wenn der Laden danach wieder aufmacht, die Leute werden panisch. Das hat man letztes Jahr schon gesehen, als die Läden leergeräumt waren. Jetzt haben sie sich ja alle ein bisschen beruhigt, was denen ihr Einkauf angeht. Vielleicht haben sie sich auch so viel angeschafft letztes Jahr, Anfang des Jahres, dass sie jetzt keine Ahnung wie viele Jahre davon leben können. Auf jeden Fall war das mal der Plan. Sie wollte einfach das Leben größtenteils herunterfahren. Dann kam ja noch dazu, dass Berlin den Lockdown gleich bis 24. April verlängert hat. Ja, warum nicht? Man muss immer einen draufsetzen. Ach ja, genau. Was natürlich auch noch zu dieser Konsequenzen-Notbremse dazugehört und das auch bestehen bleibt. In Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 kommen zusätzliche Maßnahmen. Tragepflicht medizinischer Masken für Mitfahrer im privaten PKW außerhalb des eigenen Hausstandes. Ja, ganz bestimmt. Verpflichtende tagesaktuelle Schnelltests für Orte, an denen Abstandsregeln und Maskenpflicht nicht konsequent eingehalten werden können. Und Ausgangsbeschränkungen und verschärfte Kontaktbeschränkungen. Und natürlich die Allwunderheilmittelverabreichungsstationen oder Tempel. Und die Teststationen, die wären natürlich weiterhin offen geblieben. Das ist ja auch unser Weg aus der Pandemie heraus. Und ganz wichtig ist auch, unsere Obersten dieses Jahr nicht zu verreisen. Sie sollen einfach nicht verreisen, einfach zu Hause bleiben. Dafür werden noch rechtliche Schritte eingeleitet. Also die wollen jetzt gucken, wie sie das machen. Ich bin gespannt, das ist so krank. Also man wird zu Hause eingesperrt. Das ist wirklich wie in Haft. Man darf nicht mal im eigenen Land verreisen. Abartig, wirklich. Und ganz kurzfristig hat dann unsere Oberste am 24. März eine Ministerpräsidentenkonferenz eingeleitet. Und dann war das Mega-Ergebnis. Unsere Oberste stoppt Osterruhetage und hat sich entschuldigt. Sie hat sich entschuldigt für ihren Fehler, den sie gemacht hat. Die hat viel zu schnell, übermüdet wahrscheinlich auch noch, gehandelt, hat hier einfach rausgehauen, es an die Bevölkerung weitergegeben. Ja, ist ja auch nur die Bevölkerung, der sie das gesagt hat. Und danach ist hier, hat es denen so ein bisschen gedämmert, was haben wir da gemacht? Wie funktioniert das eigentlich rechtlich? Wie machen die Leute das? Ist es ein Urlaubstag? Wird es bezahlt? Wie machen die ganzen Firmen das? Was haben wir nur getan? Ja, und dann hat sie sich vorne hingestellt und sich dafür entschuldigt. Und für diese Entschuldigung wird die Frau jetzt so gefeiert und gehypt, als wäre es wirklich ein Weltwunder. Super, sie hat sich einen Fehler eingestanden. Es ist so schwer, sich einen Fehler einzugestehen, aber sie hat es gemacht. Wirklich der Wahnsinn. Die Mutti hat sich bei uns, der Bevölkerung, entschuldigt für ihr vorschnelles Handeln. Super. Und dafür sagen viele, oh, sie hat meinen großen Respekt verdient, dass sie das gemacht hat. So, jetzt haben wir doch angefangen, sich zu entschuldigen. Jetzt würde ich auch bitten, mit diesen Entschuldigungen weiterzumachen.
Es gibt einfach so viele Dinge, wo sie sich entschuldigen müsste. Das wäre doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, einfach da weiterzumachen. Für eine nach der anderen Sache sich zu entschuldigen und zu sagen, das machen wir nicht mehr, das machen wir nicht mehr, das machen wir nicht mehr. Wir hören einfach mit diesem ganzen Schauspiel auf. Das wäre doch jetzt perfekt, das wäre doch jetzt richtig guter Ansatz dafür. Naja, es ist auf jeden Fall der Oberhammer. Sie wird jetzt gehypt, großer Respekt ihr gegenüber. Sie hat einen Fehler eingestanden, super, super gut. Ja, also das ist jetzt wieder zurückgenommen. Das hat sich jetzt erledigt, war dann doch schwerer als gedacht, aber man kann es ja mal probieren. Vielleicht sollte es ja nächstes Mal nicht so spät nachts vor die Presse treten. Aber ganz wichtig, das ist vielleicht die Ruhe vor dem Sturm. Jetzt komme ich nochmal damit. Ausgangsbeschränkungen sind zwar immer noch da, ja. Das heißt jetzt nicht, dass hier wir alle safe sind und tun und lassen können, was wir möchten, sondern die Ausgangsbeschränkungen stehen immer noch im Raum und die können jederzeit in Kraft treten, weil ab einer Inzidenz von 100 können die das machen. Ja, liebe Leute, ihr freut euch jetzt alle da draußen, weil ihr verblendet seid. Aber der eigentliche Wahnsinn steht uns noch bevor. Was noch passieren kann, das dürft ihr einfach nicht vergessen. Die geben uns immer ein Leckerli, die machen so vorne rein. Ah, wir sind so gut zu euch, das war unüberlegt, alles gut, wir nehmen es zurück. Und hintenrum sagen sie dann, ja, wir stechen das Messer in euer Rücken hinein, ja, und sperren euch alle zu Hause ein mit der Ausgangsbeschränkung, wie sie es nennen. Ja, das dürft ihr einfach nicht vergessen. Aber das vergessen so viele, weil sie jetzt geblendet werden von Mutti ihrem Schein, wie toll sie das gemacht hat. Super. Oh, Leute, Leute, Leute. Was hier abgeht, ist einfach nicht mehr normal. Deutschland versinkt im Chaos. Ja, dann die Nena, die ist ja jetzt auch eine Verschwörungstheoretikerin, weil sie auf ihrem Instagram-Account hat sie ja diesen Demozug in Schnelldurchlauf gepostet mit dem neuen Lied von Xavier Naidoo und hat dann geschrieben, danke Kassel. Jetzt hat sie sich solidarisiert mit diesen bösen, bösen Demonstranten, ja, die da auf der Straße waren und gegen die Aha-Regeln verstoßen haben. Und das ist natürlich jetzt der Buhmann. Ja, davor hat sie sich ja immer nur sehr sanft, wenn man das so sagen kann, geäußert. Nie so direkt da drauf. Und jetzt hat sie das gemacht und jetzt ist er abgestempelt. So, verloren. Die hat ja schon gesagt, dass auch Ungepiekste bei ihr ins Konzert können, dass sie keine Zweiklassengesellschaft möchte und dass jedem seine Entscheidung ist, ob er sich pieksen lassen möchte oder nicht. Und jetzt hat sie den Vogel völlig abgeschossen. Jetzt hat sie sich mit denen solidarisiert. Geht gar nicht. Geht absolut gar nicht. Aber ich freue mich sehr. Und ich würde mich so unglaublich freuen, wenn sie mal auf einer Demonstration singen würde. Das wäre doch unglaublich. Das wären doch wieder Bilder, die wirklich in die Geschichte eingehen. Wenn du das einrichten könntest, wir würden uns, glaube ich, alle mega freuen. Ich glaube, da würden ganz, ganz viele Menschen, die schon lange Fan von ihr sind, auch kommen. Das wäre unfassbar. Vielleicht, vielleicht, wenn man es sich ganz dolle wünscht, geht der Wunsch irgendwann in Erfüllung. Was ich mir natürlich auch bei Xavier Naidoo wünschen würde. Da ich ja schon jahrelanger Fan von ihm bin, wäre das natürlich unglaublich. Dann hat der Dr. Friedrich Pirner, ihr wisst ja, ich mag ihn sehr, am 23. März getwittert, für die erneute Maßnahmen Shutdown gibt es keinen Grund, wir haben keine neue Pandemie, die bekannte Mutation ist vermutlich etwas infektiöser, aber nicht deutlich tödlicher, die täglichen Meldezahlen zeigen nicht die Erkrankten, lassen Sie sich nicht verunsichern. Ich mag ihn einfach. Aber ihr wisst ja, was schon mit ihm passiert ist. Gott, über den habe ich ja schon, keine Ahnung, vor langer Zeit berichtet und ich finde es schön, dass er immer noch seinem Standpunkt treu bleibt und sich nicht davon abbringen lässt. Oh, dann ein Artikel vom Handelsblatt vom 24.03. Rekord Neuverschuldung. 1,32 Billionen Euro Corona-Schulden und kein Ende in Sicht. So teuer wird die Krise für Deutschland. Das sind, glaube ich, die größten Schulden, die Deutschland je hatte. Und wir werden sehen, wie sie sich wieder zurückholen. Ihr wisst ja noch, Enteignungen stehen noch im Raum und so weiter und so fort. Die lassen sich bestimmt noch was Tolles einfallen, um das Geld wieder reinzuholen. Ja, und heute findet ja eine Demonstration in Sinsheim statt. Ab 13 Uhr geht's los. Geht dahin, falls ihr Zeit und Lust habt. Vielleicht seid ihr auch schon da. Ja, dann natürlich wieder der Ministerpräsident aus Bayern. Der sagt ja immer, wir sollen alle verzichten auf Reisen und er hockt jedes Mal bei diesen Corona-Gipfeln mit am Tisch. Persönlich, ja. Die anderen sind zugeschaltet und er reist jedes Mal. Aber natürlich sagt man das wieder so, in den Pressekonferenzen ist eine Dienstreise. Natürlich, er hat ja auch ganz besondere Vorteile bei unserer Obersten. Ja, dann prüft gerade die Bundesregierung, ob das Unterbinden von Urlaubsreisen ins Ausland möglich ist. Bin ich auch mal gespannt, was da rauskommt. Bis jetzt wird es noch überprüft. Wir werden sehen, weil ihr wisst ja, unsere Oberste möchte uns das ganze Jahr den Urlaub verbieten. Auch im Inland. Stay at home. Ah, dann kommen wir natürlich noch zu unserer Lieblingsstadt. Oh, die möchte ich natürlich nicht außen vor lassen. Und zwar Tübingen. Denn Tübingen führt Armband mit QR-Code ein. Mit einem digitalen Tagesticket will die Stadt Tübingen die Nachprüfbarkeit von Corona-Schnelltests vereinfachen. Dazu bekommen Bürger, die sich testen lassen wollen, ein Armband mit einem QR-Code. Ihr wisst ja, Tübingen hat ja erst gesagt, die Leute, die daherkommen zum Shoppen aus anderen Landkreisen, sind Touristen. Dann haben sie dieses Tagesticket eingeführt für alle, auch für die, die da wohnen. Das heißt, sie müssen sich jetzt auch mal testen lassen, um da shoppen zu gehen und so weiter. Und jetzt macht man das anhand von einem Armband mit einem QR-Code. Das bekommt man dann und kann dann immer gucken,
gucken, bei welchem Status man auch ist mit seinem Test. Dauert ja rund 20 Minuten, bis man getestet ist. Dann muss man warten und so kann man das immer gucken, wie weit man dabei ist. Und kann man dann scannen, damit man reingelassen wird. Ach, wirklich, wirklich toll. Erinnert mich auch wieder an früher, möchte ich mal so ganz nebenbei sagen. Dann hat die Katharina Witt gepostet, die ist auch Person des öffentlichen Lebens, und hat gemeint, dass sie da eine Ähnlichkeit sieht, was man alles zum Wohle des Volkes macht. Und wenn man das so ein bisschen mit früher vergleicht, und hat dann auch noch die DDR genannt. Ja, kurz und knapp, ich finde es gut, dass sich immer mehr Menschen trauen, Menschen aus dem öffentlichen Leben, weil, wie gesagt, die haben halt doch mal eine andere Community hinter sich und bringen manche auch so zum Nachdenken. Dann natürlich der Showmaster, der hat ja gemeint, man braucht diesen Lockdown, damit man alle zu Hause bleibt einmal kurz und dass dann die Tests mehr funktionieren, das Allwunderheilmittel. Ja. Ja, dann natürlich Mallorca-Urlauber, die stehen ja auch in der Kritik, wieso die da kommen dürfen und sich nicht testen lassen müssen. Jetzt machen sie da auch wieder rum und keine Ahnung, was auch immer. Ist mir auch egal, die Leute, die nach Mallorca fliegen, denen soll es doch gegönnt. Dann ein Artikel vom Tagesspiegel und zwar vom 25. März. Hunderttausende Berliner reagieren nicht auf ihre Allwunderheilmitteleinladung. Zigtausende Dosen AstraZeneca liegen in Berlin auf Halden. Weitere Lieferungen werden erwartet, doch viele, die dürften, machen keine Termine aus. Finde ich einfach super, wirklich. Ich sage ja, ich kann auch einen Termin ausmachen. Ich habe ja diese Bestätigung von meinem Arbeitgeber, aber nein, danke, ich verzichte. Und spende. So, und damit wären wir jetzt auch durch mit diesen ganzen 1000 Themen, die heute wieder so anstanden. Größtes Thema war natürlich der Gipfel, die große, große Entschuldigung von unserer Obersten, der Widerstart des Allwunderheilmittels AstraZeneca, die Demonstration natürlich. Und wie gesagt, nächste Woche am Samstag, den 3. April 2021, findet in Stuttgart eine Großdemonstration statt. Also kommt alle zahlreich. Ich freue mich schon unglaublich darauf. Es ist wirklich krank, was hier abgeht. Also diese perfide Tour der Obersten mit dem Deckmantel dieser Pandemie. Ihr seht, die machen einfach, was sie wollen. Die machen einfach weiter, ohne Angst vor Verlusten. Kann man einfach so sagen. Vor allem Kollateralschäden, Verluste. Die interessieren sowieso nicht. Man macht einfach munter weiter, als wäre nichts. Die Maßnahmen werden weiter verschärft. Viele Leute lassen sich es noch gefallen. Viele Leute sagen, alles in Ordnung, kein Problem. Ich frage wie immer noch, wo sind die Einzelhändler, wo sind die Restaurantbesitzer, wo seid ihr? Ja, da gibt es bestimmt ein paar, die sagen, hey, das geht gar nicht. Und auch auf der Straße mit dabei sind, aber noch viel zu wenig. Ihr habt schon so lange geschlossen. Also es ist wirklich, wirklich der absolute Wahnsinn, 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 was hier abgeht. Deutschland erstickt wirklich im Chaos. Also hier einmal hü, einmal hot, dann wieder so. Die Leute freuen sich. Dabei haben wir immer noch die Ausgangsbeschränkungen im Kopf, die Leute aber wiederum vergessen, weil sie jetzt so glücklich sind, weil uns das wieder gegeben wird. Genauso wie mit der Terminvergabe, dass man shoppen gehen kann. Mit Termin. Super geil. Ein richtig schönes, freies, eingesperrtes Leben, das wir hier führen. Ja, es lässt mich mal wieder sprachlos zurück. Die Blindheit, das Verständnis gegenüber der Maßnahmen. Ja, und diese Akzeptanz von vielen. Also das ist wirklich was, was ich einfach nicht verstehen kann und auch nicht verstehen werde. Und damit wären wir auch wieder am Ende meines Videos angelangt. Denkt immer dran, Liebe verbindet und schafft Zusammenhalt. Dieser Zusammenhalt, ich weiß, dass er da ist und man merkt es einfach so, so krass. Sag ja, Kassel. Unglaublich, unglaublich schön. Und jetzt kommt Stuttgart und noch viele, viele weitere Demonstrationen. Ich freue mich so sehr darauf, ganz viele von euch da zu sehen. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl und ihr wisst ja, wir werden immer mehr. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat mein Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Schaut gerne bei meinem Telegram-Kanal vorbei. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 12 Uhr wieder. Bis dahin, sag ich tschüss.